Na gut. Heiliger Odysseus 31. Ja, ich lebe. Weiß alles über deinen Fluchttunnel und dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf! Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich habe nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Higgs? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drücke ich selber nicht aus, aber ja, scheiß drauf. Es war zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen? Ja, bitte. So? Och, komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Schon, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch. Und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei. Stimmt's? Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ihr Kleinmütigen. Wart's einfach ab. Wart's ab. Die muss ich nicht wegnehmen. Mann, hier ziehen aber auch alle eine Fresse. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. Sektor 7 Sprengen, eigentlich auch eine Anspielung. Baby? Ich glaube, den habe ich heute schon genug. Ich habe genug Zigaretten und Streichhölzer für 100 Jahre. Hey, was geht's, Lizzie? Sieh mal einer an, wenn das nicht Mr. Randall Higgs ist. Wie läuft das Geschäft? Tja, etwas schleppend in letzter Zeit. Es gab Razzien wegen dem Schmuggelgut. Aber das macht nichts. Ich krieg früher oder später immer, was die Leute brauchen. Das ist stark, Mann. Dann wird dir mein Panzer jeden Moment eintreffen, oder? Kann mich nicht an den Panzer erinnern. Aber keine Sorge, ich kann bis morgen einen besorgen. Klar, kann's kaum erwarten. Bis dann, Sleazy. Was erzählt man sich denn über mich? Verstehe nicht ganz. Komm schon, Sleazy, der Grund, warum ich hier gelandet bin. Ach. Oh. Das. Ja, das. Also, ich glaube ja nicht alles, was die Leute über dich erzählen. Besonders, weil sich keiner traut, es dir ins Gesicht zu sagen und du scheinst auch keinen blassen Schimmer zu haben. Also nehme ich an, das ist alles nur gelogen. Wenn dem so ist, gebe ich dir einen Tipp. Ignoriere einfach die Gerüchte. Gerüchte haben eine Yacht wäre auch schön, Tatsache. Wenn man nicht was aus ihnen macht. Tja, und wenn ich falsch liege und sie sind doch die Wahrheit, warum sollte ich dir dann alles erzählen? Du weißt längst alles und wir können einfach die Vergangenheit ruhen lassen, nicht? Ich weiß, das wolltest du sicher nicht hören, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Tja, danke für gar nichts. Wusste gar nicht, dass du so tiefgründig bist. Entweder liegt's am Browser oder vielleicht mal den PC neu starten. Vielleicht ist da gerade irgendwas. Aber was ich nicht glaube, das wäre halt seltsam. Aber halt irgendwelche Sachen mal ausprobieren. Auch wenn Matze mich jetzt gerade nicht hört. Scheiße. Das würdest ist doof. Du mich als abergläubisch bezeichnen? Abergläubisch? Nein, gar nicht. Ich glaube nicht an den Quatsch. Dann bis später. Ich hab die Schachtel. Unmöglich, komm ich. Oh, Randall, ey, ganz ehrlich. Da komm ich. Da komm ich nicht ran. Darf doch nicht wahr sein. Das muss nicht be. Das muss nicht.
Das muss nicht... Katze sieht auch nicht so gesund aus. Die Katze ist die Todeskatze hier. Jedem, den sie eigentlich verfolgt, hat sie auch Randall, aber wir konnten sie irgendwie noch irgendwie verschwinden lassen von uns, dass sie uns nicht mehr verfolgt. Jeder, der mit der Katze in Berührung kommt, stirbt. In irgendeinem Augenblick dann. Darum nennen wir sie die Todeskatze. Deswegen hatte ich ein bisschen Angst, als sie mir hinterhergekommen ist. Hey! Glaubst du an Übersinnliches? Weißt schon, Talismane und so. Tja, eigentlich nicht. Hab das immer für Quatsch gehalten. Okay, vergiss es. Tja. Klar, Hick. Mit dem habe ich... Was für einen Sinn soll das... Kannst du eigentlich mehr Kissenbezüge besorgen? Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Nee, Kissen ohne Bezug. Alle ohne Bezüge. Da ist noch ein Kissen. Von hier komme ich nicht ran. Wow, ey, da soll man drauf kommen, ne? Hab's. darauf soll man kommen, ne? Alter. Das hätte ich niemals gesehen. Okay, hör auf, immer alles richtig zu erraten, als ob... Ich überrasch mich immer wieder selbst. Wow, ey. Lieber nicht. Ey, da hätte ich jetzt aber wirklich Stunden gesucht, ohne Scheiß. Wechselgeld, okay. Ja, voll, ne? Nee, hat er nur gefragt, aber ist halt wieder richtig. Jetzt, wo das Ding fertig ist, glaube ich, es wäre besser, selbst drauf zu klettern. Wir lachen ja gerade fast, wieso Keks, was ist los? Jetzt, wo das Ding fertig ist, glaube ich, es wäre besser, selbst drauf zu klettern. Wie besser, selbst drauf zu klettern? Ich red nicht. Den soll ich ausreißen? Ich lass mich zwar gerne, Mr. Fan. Einfach weil es mega lustig ist. Autsch! Toll, Baum zerstört. Aber an sowas hätte ich auch nicht gedacht. Katze! Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät, das schwöre ich. Jetzt spielt die Katze damit rum. Nein! Hey, ein Penny! Die Krähe gehört also doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Oh. Den trage ich nicht mit mir rum. Das Nest muss ich nirgendwo... Katze, es tut mir leid, aber... Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen. Die wird mich jetzt verfluchen, ne? Ist okay. Ist okay, der Montag wird eh wieder neu erscheinen, also was. Weißt du jetzt? Bitte, mein Freund, hier ist was Gesundes zu essen. Wow, dankeschön, Mr. Hicks. Ich habe schon jahrelang den Jeep auf was nicht aus einer Fritteuse kommt. Aber gerne, Mann. Schätze, du brauchst jetzt das Magenmittel nicht mehr, oder? Mein rosa Wismut? Ich weiß nicht, Mr. Hicks. Ich habe halt schon so lange Magenprobleme. Oh, gibst mir das jetzt? Na, deswegen habe ich dir ja dieses leckere, gesunde Essen besorgt. Und ich bin auch echt dankbar. Aber, Komm schon. Du weißt, ich kümmere mich immer um meine Leute. Und ich vergesse nie einen Gefallen. Na gut, Mr. Hicks. Nehmen Sie's. Aber bringen Sie mir bitte morgen wieder etwas Obst, okay? Morgen erinnerst du dich nicht mal mehr an dieses Gespräch. Wie bitte? Ich sagte, morgen schicke ich dir einen Obstkorb auf die Zelle. Danke, Mr. Hicks. Sie sind einmalig. Perfekt. Noch ein Gegenstand, den ich von der Liste streichen kann. Yay.
Von Penny? Nein. Lieber nicht. Mach ich jetzt mit dem Penny? Ein Glückspenny. Ah, ein Glückspenny, okay. Das ist dann für die... für den Topf. Was für ein Sack. Oh, Ellen. Der ist nicht einfach. So heiße Suppe. Vielleicht mache ich da das ganze Zeugs rein, oder? Jeder liebt den Geschmack von Geld. Geld, Geld, Geld. Ein bisschen Glücksgemüse. Geht sicher nicht auf die Drüsen. Hufeisen. Eine Prise Hufeisen für den feinen Geschmack. Sehr gut, jetzt findest du noch diese Foto, ne? Verdammte Scheiße. Da brauche ich einen Dampfkochtopf. Was mache ich jetzt damit? Ich glaube, die Handvoll Streichhölzer werden als Phosphorquelle für die Bombe ausreichen. In meiner Zelle kann ich ja immer Nachschub holen. Bombe im Bau. Etwas Säureregulator gibt eine schöne Farbe. Adieu, kleines Stück Seife. BB Matze, also hat das Neustarten doch was gebracht, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, weiß ja auch nicht, was da passiert ist dann. Ah, komisch, dass dann nur mein Stream dann nicht mehr funktioniert und alles nur Standbild ist. Ganz seltsam. Technik, ja. Muss man nicht verstehen. So, Bombe im Bau. Bald ist sie fertig. Was genau fehlt jetzt noch? Bismut haben wir reingemacht. Dünger. Seife. Phosphor. Ah, Frittierfett. Ja, stimmt, ja. Das Fett fehlt uns ja. Darum geht's ja die ganze Zeit. Ja, Für den habe ich jetzt. Speichere aber mal kurz wieder. Ist mal wieder so weit. Ja, ich brauche halt diese Pfote jetzt. Bis dann. Ja, man sieht. Wie sorge ich dafür, dass das Zimmer hell wird? Ich kann diese Bretter irgendwie nicht. Ich will nicht mehr mit ihm reden. Ich muss irgendwas unternehmen, damit ich diese Hasenpfote zurückbekomme. Morty? Bist. Da fühlt sich wohl jemand im Dunkeln wohler. Da komme ich nicht rein. Anzünden, genug Streichhölzer hast du ja. Ich meine, ich kann wieder welche in die Tasche packen. So ist es nicht, ne? Ich habe genug. Das reicht. Lieber nicht. Lieber nicht. Dafür ist... Na Gott sei Dank.
Was wäre ein Knast ohne Hanteln im Hof? War kurz davor, mich zu beschweren. Alles klar, Dark. Danke, dass du da warst. Von außen kommst du an das Fenster auch nicht ran. Nee, von außen gar nicht. Also. Es wird dich freuen zu hören, dass Alan kein Problem mehr darstellt. Im Ernst? Ja. Und ich habe es höchstpersönlich erledigt. Wow. Er wird am Wettkampf nicht teilnehmen, nach dem, was ich mit ihm angestellt habe. Weiß nicht mal, ob er noch atmet. Problem erledigt. Hicks, du steckst voller Überraschung. Also stimmen die Gerüchte über dich doch? Welche Gerüchte? Warum sagt mir dann keiner was darüber? Wen kümmert's schon? Wichtig ist, dass du den Bastard ausgeschaltet hast. Ja. Kein Grund, ihn zu stören. Was für ein Mammut. Echt ein ziemlich hässlicher Typ. Nee. Gut, dann weiß er darüber wenigstens Bescheid. Wie mache ich jetzt die scheiß Bretter weg vom... Der Ast trägt mein Gewicht sicher nicht. Sollte mal eine Diät machen. Dafür ist das nicht. Jake wäre sicher kein bisschen beeindruckt. Das macht. Das Nest muss ich nirgendwo mit. Den trage ich nicht mit mir rum. Die nehme ich nirgendwo mit. Die nehme ich. Mit der Vogelscheuche muss ich nichts mehr anstellen. Was? Den mache ich nicht zu. Das muss... Kann ich aber auch nicht mehr wegnehmen, oder? Kann ich nicht machen. Ich habe nie aus den Fenstern hier rausgeschaut. Ich glaube, ich weiß es nicht. Guck mal. Gemessen an den Umständen ignoriere ich lieber, was da draußen vor sich geht. Dann schon lieber mit Leuten. Gemessen an den Umständen. Nee, kann ich nicht. Geht doch nicht. Wie soll ich da rausgucken? Hallo, Ataxa? Alan! Ja, Alan ist gerade bewusstlos. Vielleicht auch tot, wir wissen es nicht. Ich habe schon lange nicht mehr nachgesehen, was in der Schüssel gelandet ist. Schätze, ich bin erwachsen geworden. Mhm. Vergiss es. Ja, keine Ahnung, ich muss die Bretter auf jeden Fall loswerden, aber wie genau, weiß ich nicht. Er kommt nicht ran, mit dem Rechen macht er aber nichts. Ich rede nicht mit... Was für eine... Was eine Funzel hängt ja noch an der Decke. Ja, die wird aber nicht markiert.
sehen nicht gerade bequem aus. Keine Zeit für ein Nickerchen. Schaltet man die an? Weiß ich nicht. Hier wird es jedenfalls nicht markiert, deswegen. Ich habe ja auch nicht irgendwie so einen Raum mit Elektrik. Der berüchtigte Duschraum. Ich glaube. Boah, da weiß ich jetzt aber auch nicht, ne? Bestimmt wieder so richtig dumme Sache, die wir machen müssen. Geht's uns denn heute? Ja, jeden Tag schöne Nachrichten. Wunderschön, nicht. Bloß nicht nach der Seife bücken. Mhm. Wäre fatal. Damit rede ich doch nicht. Brauche ich nicht. Brad, nimm. Was da wohl drin ist? Naja, egal. Die Platte ist an. Ich muss jetzt nicht an den Knöpfen rumspielen. Ich hab keine Ahnung, Driver. Ich hab keine Ahnung. Ich hab schon lange nicht mehr nachgesehen. Sehr gute Frage. Das noch als dreckig zu beschreiben. Es gibt kein. Nee, okay. I don't know. Also jetzt ganz ehrlich, ich komme da nicht ran. Ich habe so ein Rechen, aber nutzt er nicht. Was anderes zu kombinieren, findet auch nicht. Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Zwar jetzt. In den letzten Stunden gut vorangekommen. Aber jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie ich an die Bretter rankomme. Wegbekomme. Den kann ich erst benutzen. Ich hab die Schacht. Ich glaube, das reicht erst. Ich kann auch mit dir alle nicht mehr reden, weil wir schon alles gemacht haben. Mit dem habe ich. Mit dem Typen will ich. Ich könnte dir ein kleines Fitnesstraining einlegen. Nein. Eine Reckstange. Warte mal, du nervst. Für den habe ich jetzt einfach nicht die Geduld. Uah. Nur ein armer alter Mann. Was der wohl ausgefressen hat. Hey, Krähe! Wer hält sich denn sowas als Haustier? Vergiss es. Die Brechstange will der Typ nicht. Also er will ihn das nicht mehr wiedergeben. Habe ich tatsächlich schon probiert als Geburtstagsgeschenk, aber. Ich habe noch Schnaps, ja. Der müde Lisa muss schlafen. Bald, bald. Streichhölzer in den Waschbecken. Lieber nicht. Wäre eine gute Idee gewesen, Tatsache. Hätte aber auch schnell wieder löchern können, indem man den Wasserhahn andreht. Wenn du das.
Gib doch nicht einfach mal... Lieber nicht. Mach mal, schnappst du ein Waschbecken und zünd an. Also im Normalfall sollte eigentlich dieses Ding offen sein, dass das Wasser abfließt. Aber wenn das jetzt funktioniert, dann wow. Einfach dumm. Oh wow, das ist einfach so dämlich, ne? Jeder normale Mensch denkt doch einfach, dass es offen ist und es da direkt abfließt. Okay, fahren back. Ja, nicht so viel verraten. Okay, das stimmt. Das sollte dich lehren. Niemand fickt Mr. Hicks. Uff. Feuer! Also Spiel, ne? Manche Lösungsvorschläge sind echt po. Da kommst du auf 3 Millionen Jahre nicht drauf. Tja, ohne Fleisch wär's ja auch kein Essen. Hey, du wirst es nicht glauben. Ich habe eine Brühe aus dem ganzen Kram gezaubert. Weiß nicht, ob's Glück bringt oder eher irgendwie hochgiftig ist. Kann mir aber auch ganz egal sein. Den kann ich nicht mit bloßen Händen nehmen. Dumme Sachen sind meist die logischsten. Ja, du musst aber erstmal drauf kommen, ne? Du musst erstmal komisch denken. Das ist in dem Spiel besonders schwierig, Tatsache. Wie auf sowas gekommen sind. So, bitteschön. Gib das her! Kannst du mal bitte hey, sagen? Langsam, langsam! Du willst dich doch nicht an dem Hufeisen verschlucken. Wow, schmeckt genau wie die von meiner Oma. Da ist dieses Kribbeln im Hals. Ich glaub, sie wirkt schon. Meine Spucke wird schon dicker. Okay, lass meinst, mal deine Details bitte aus, danke. Ehrlich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Du weißt aber schon, dass du immer noch im Knast bist. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Meine Arbeit als Trainer ist getan. Sieht so aus. Danke für alles, Coach. Bitte. Du hast mir meine alte Form wiedergegeben. Gib mir jetzt den Schlüssel. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du warst nie wirklich weg. Ich habe dich nur daran erinnert, dass du immer noch Bruno bist. Und es auch immer bleiben wirst. Ich werde dich nie vergessen, Trainer Hicks. Danke, Bruno. Nur eins noch. Ja? Ich will jetzt das scheiß Frittierfett. Klar. Hier ist der Schlüssel zum Küchenschrank. Da ist das Fett drin. Na, endlich. Schaust du dir meinen Triumph an? Nein. Nö. Ich will hier raus. Und zwar jetzt sofort. Semper Hicks. Meine Güte, ey. Wegen Fett. Ich hätte es einfach mit einem Brecheisen aufbrechen können, aber nein. Etwas Dressing dazu? Wenn das Handbuch stimmt, ist dieser Topf gerade zu einer brauchbaren Bombe funktioniert worden. Geil. Endlich. Es ist vollbracht. Was für einen Sinn soll das nochmal... Endlich. Hast du so eine kleine Flasche drin? Ja. Das ist es ja. Die Belohnungen, die wir am Ende bekommen, sind einfach nur traurig. Trostpreis. Nicht mal. Nun, Captain Red. Hey, Charlie, bist du da? Also, du
Bereit für den großen Knall? Wo hast du die denn her? Ich bin ein Mann mit vielen Talenten, Charlie. Auch wenn es nicht ganz einfach war, um ehrlich zu sein. Wow. Ich dachte immer, du wärst nur ein dummer, fauler, übellauniger, kleptomanischer Bastard. Aber jetzt sehe ich, das mit dem Faul stimmt gar nicht. Egal. Und der Rest, ey! Schon seit ich hergekommen bin. Los geht's! Bringen wir's hinter uns. Randy kroch in die Freiheit durch einen 500 Meter langen Schacht, der so ekelerregend nach Scheiße gestunken haben muss, dass ich es mir nicht mal vorstellen kann. Vielleicht will ich es mir auch gar nicht vorstellen. 500 Meter. Das ist die Länge von 8 Millennium Falcons. Etwas mehr als ein halber Kilometer. Hallo! Wenn ich mir wir sind frei! Ja! Wenn den U-Bahn-Schienen gen Westen folgte, muss ich immer noch schmunzeln. Randy Hicks, der durch den Scheißkanal gekrochen war, um am anderen Ende stinkend wieder herauszukommen. Ganz im Film. Randall Hicks war auf dem Weg nach Hause. Verdammt, ich musste das meiste meines Inventars bei der Flucht zurücklassen. Aber wenigstens bin ich jetzt frei. Wir sind frei! Noch ein Montag mehr. Ja, aber wir sind frei. Endlich. Nach Hause. Guten Abend. Hey. Warum ist die von einem Ticketladen da? Wir sind nicht verheiratet oder so. War das eine Antwort? Weißt du was? Ist auch egal. Ich will nur ins Bett und 1000 Stunden schlafen. Diejenigen unter uns, die ihn besonders gut kannten, haben oft über ihn gesprochen. Vor allem über die Nummer, die er abgezogen hat. Wir lachen gerne darüber. Manchmal macht es uns allerdings traurig, dass Randy weg ist. Ich sag mir dann immer, einige Vögel sind nicht dafür geschaffen, eingesperrt zu werden. Sie haben ein zu glänzendes Gefieder. Und wenn sie davonfliegen, dann jubelt der Teil in mir, der weiß, dass es eine Sünde war, sie einzusperren. Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. Um ehrlich zu sein, mein Freund fehlt mir einfach. Magischer Ring, fuck you! Ich hab die Schnauze voll. Ich gebe auf, okay? Ich lass das jemand anders machen. Ich hab schon genug gelitten. Ich werde einfach lernen, mit dem Scheißfluch zu leben. Weil eins ist sicher. Viel schlimmer kann's nicht werden. Oh, das hätte er nicht sagen sollen, oder? Das letzte Barbecue.